Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Vier Tage nach der Invasion des Irak in Kuwait hat sich die Situation in der Golfregion weiter verschärft. Irakische Truppen transportierten heute nach Angaben des Auswärtigen Amtes in Bonn Deutsche, Briten, Franzosen und Amerikaner nach Bagdad. Es soll sich um mindestens 366 Personen handeln. Die neue Regierung in Kuwait hatte gestern indirekt mit Verschleppungen gedroht, falls ausländische Regierungen Strafmaßnahmen ergreifen sollten. In Saudi-Arabien spricht unterdessen US-Verteidigungsminister Cheney mit der dortigen Regierung über Möglichkeiten, den Irak unter Druck zu setzen. Der Parteienstreit um vorgezogene erste gesamtdeutsche Wahlen bereits am 14. Oktober hat in Bonn und Ost-Berlin Bestrebungen für einen schnellen DDR-Beitritt ausgelöst. Über einen solchen Schritt, verbunden mit dem zeitgleichen Inkrafttreten des Einigungsvertrages, beraten zur Stunde in Bonn die Spitzen der Ost- und West-SPD. Morgen will Bundeskanzler Kohl mit der Führung der Sozialdemokraten über Wahltermin und Beitritt reden. Die Liberalen und die Bundes-CDU lehnen eine Entkoppelung in dieser Sache ab. Als das SPD-Präsidium vor einer halben Stunde zusammentraf, war die Marschrichtung klar. Nein zur Wahl am 14. Oktober und der dafür notwendigen Grundgesetzänderung. Die Sozialdemokraten wollen stattdessen Beitritt und Wahl voneinander entkoppeln. Denn, so ihre These, die deutsche Einheit kommt nicht durch die Wahl, sondern durch den Beitritt zustande. Wahlen also wie vorgesehen am 2. Dezember, Beitritt so schnell wie möglich, so die SPD. Die Liberalen setzen dagegen nach wie vor auf den 14. Oktober. Ihr Chef warnte vor einer Entkoppelung. Ein solches Auseinanderziehen hätte zur Folge, dass es für einen längeren Zeitraum kein Parlament in der DDR gäbe. Es gäbe allenfalls die Möglichkeit, dann Abgeordnete dem Deutschen Bundestag hinzuzuordnen, abzuordnen. Das wären nun genau die Abgeordneten zweiter Klasse. Auch die Regierung bleibt beim 14. Oktober. Sie hat es noch nicht aufgegeben, die Sozialdemokraten zu überzeugen. Da der Kanzler den Weg über eine fingierte Vertrauensfrage abgelehnt hat, bleibt er auf die Unterstützung der Sozialdemokraten angewiesen. Eine Entkoppelung hält der Regierungssprecher nicht für sinnvoll. Die DDR-Bevölkerung hat sicher die Vorstellung, jedenfalls hört man das in vielen, vielen Gesprächen, dass die Einheit Deutschlands nicht allein durch den Beitritt in deren Bewusstsein vollzogen ist, auch wenn das juristisch so wäre, sondern dass er auch demokratisch durch Wahlen abgesichert werden sollte. Soweit die Regierung am Nachmittag, dazu die Sozialdemokraten am Abend. Es ist wirklich an der Zeit, jetzt dieses alberne Affentheater sein zu lassen. Wir sollen nicht dauernd über Wahlrechtsänderungen diskutieren, über Wahltermine. Man kann ja auch darüber diskutieren, ob Herr Kohl die Wahl vorverlegt. Das steht in seinen Möglichkeiten. Sondern man soll endlich darüber diskutieren, wie den Menschen in der DDR geholfen werden kann. Es wird an der Zeit, dass diese Bundesregierung erkennt, dass sie einen schweren Fehler begangen hat und dass sie sich jetzt darauf einlässt, Rezepte vorzuschlagen und zu handeln. Wenige Minuten vor acht schlossen sich die Abgeordneten der SPD der DDR hier in diesem Saal im Ollenhauer Haus in Bonn der Präsidiumssitzung der West-SPD-Genossen an. Und es ist klar, dass es jetzt nicht nur darum geht, wie der Datumshickhack hier im Westen ausgeht, sondern dass es auch darum gehen wird, ob die SPD der DDR dem Ratschlag des Kanzlerkandidaten West folgt und vielleicht schon am Mittwoch ihren Austritt aus der Regierung de Maizière erklärt. Der zweite Punkt ist, wie schnell die SPD Ost bereit ist, zum Beispiel den Beitritt nach Artikel 23 zu verlangen. Nach ersten Gesprächen, die man hier vor der Sitzung erfahren konnte, stellt sich heraus, dass sie möglicherweise den Beitritt schnell fordern wird, aber das Datum erst dahin legen wird, wenn der zweite Staatsvertrag, der Vertrag der Einheit, unterschrieben und ratifiziert sein wird. Und damit zur Stunde zurück nach Hamburg. Zur Diskussion in der DDR über Wahltermin und Beitritt aus Ost-Berlin Kuno Haverbusch. Die Sondersitzung der DDR-Volkskammer Mittwoch sorgte schon heute für Spekulationen. Sicher ist nur eines, Berlin tanzt, eine Privatveranstaltung vor der Volkskammer. Was drinnen zum gesamtdeutschen Wahltermin und zur Beitrittsfrage entschieden wird, ist auch bei den Regierungsparteien bislang unklar. Die SPD möchte beide Termine strikt trennen. Man soll die Probleme, wann treten wir bei? Und wann wählen wir ein gemeinsames Parlament nicht in einen Haufen hauen? Das sind zwei Probleme. Es kann dafür zwei verschiedene Termine geben. Sprach's und fuhr nach Bonn.
Auf keinen Fall will die SPD am Mittwoch den sofortigen Beitritt zur Bundesrepublik erklären. Genau dies aber will die DSU. Wann genau dieser Beitritt aber wirksam werden soll, wird auch durch Rückfrage nicht ganz klar. Wann wollen Sie beitreten? Den Beitritt vollziehen, zum Wahltermin erklären, möglichst Mittwoch. Aber jedenfalls nicht, auf gar keinen Fall, vor dem Einigungsvertrag. Da sind wir unseren Bürger schuldig. Haben Sie denn diesen Vorstoß mit der CDU abgesprochen? Das ist nicht nebeneinander gelaufen. Also gibt es eine klare Absprache mit der CDU? Ja, wir werden das gemeinsam packen. Die CDU weiß davon nichts. Sie will am Mittwoch, so die Regierungssprecherin, lediglich an den Bundestag appellieren, die Voraussetzungen für gesamtdeutsche Wahlen am 14. Oktober zu schaffen. Fazit heute Abend: Einen sofortigen Beitritt bereits am Mittwoch, über den heute spekuliert wurde, wird es sicher nicht geben. Die Meinungsverschiedenheiten im DDR-Regierungslager sind zu groß. Bundeskanzler Kohl, Finanzminister Weigel, CSU und das FDP-Präsidium haben heute bekräftigt, dass es zur Finanzierung möglicher Haushaltslöcher in der DDR nicht zu Steuererhöhungen kommen soll. In Bonn betonte Regierungssprecher Vogel, der Kanzler habe in seinem gestrigen ZDF-Interview keine Steuererhöhungen angekündigt oder ankündigen wollen, sondern nur auf die Notwendigkeit eines Kassensturzes hingewiesen. Ein Sprecher des Finanzministeriums sagte, Weigel sehe keinen Anlass, von seinem Nein zu Steueranhebungen abzurücken. Der FDP-Vorsitzende Lambsdorff erklärte nach einer Präsidiumssitzung, die Liberalen würden höhere Steuern nicht zustimmen. Die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in Familie, Beruf und Gesellschaft ist nach Auffassung der stellvertretenden DGB-Vorsitzenden Engelin Käfer im Entwurf zum Einigungsvertrag völlig unzureichend berücksichtigt. Es sei ferner nicht vertretbar, die günstigeren Regelungen in der DDR zur Frauenförderung, Kinderbetreuung und Familienpolitik auf dem Altar der Marktwirtschaft zu opfern. Sie müssten vielmehr in beiden Teilen Deutschlands gültig werden. In Pretoria hat heute die zweite Gesprächsrunde zwischen der Regierung und der Befreiungsbewegung ANC über das Ende der Apartheid begonnen. Falls Staatspräsident de Klerk zustimmt, die politischen Gefangenen freizulassen und eine Rückkehr der im Exil lebenden Südafrikaner zu ermöglichen, könnte der ANC offiziell auf den bewaffneten Kampf verzichten. Dann wären die letzten Hindernisse für Verhandlungen über eine neue Verfassung ohne Rassentrennung in Südafrika aus dem Weg geräumt. Das Gespräch soll am Abend abgeschlossen werden.